So, guten Morgen, willkommen zurück zu Wolfenhain. Ja, nachdem ich jetzt... war da eben ein schwarzes... Ah, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Nachdem ich jetzt mein Husten und so wieder halbwegs weg ist, kann ich jetzt weiterspielen. Hey, ja, weil... ich trinke erstmal ein bisschen Wasser hier, ne? Das heilt mich, oder? Nein. Oder? Moment. Oh, es heilt mich um 2 HP. Ja, genau. Dann will ich doch jetzt erstmal mich 2 Stunden lang hier Wasser trinken. Und ich habe mal kurz das Rätsels Lösung gesucht. Yay. Sie war schwer. Das Rätsel. Das Rätsel, nicht sie. Na endlich. Verdammt, wie spricht man Haus? Weißer Faun, wer bist du denn? Oh Gott, die Stimmen. Wer soll ich schon sein? Dein Hexenhaus natürlich, Dummchen. Macht Sinn. Du lebst? Selbst eine angehende Hexe wie du strahlt ausreichend Magie ab, um früher oder später genau das zu bewirken. Toll. Das gibt dem Sprichwort, die Wände haben Ohren, ganz neue Bedeutung. Um genau zu sein, ich lebe schon eine ganze Weile und hatte mich gefragt, wann du endlich auf den Trichter kommen würdest. Ja, wenn ich Teig mache. Ich habe dich schon seit einer geraumen Weile beobachtet und die Hoffnung fast aufgegeben. Du hast mich beobachtet? In meinem Schlafzimmer? Ja, und ich weiß alles über dich und diesen Equin. Wobei ich nicht behaupten kann, es sei sonderlich aufregend, was ihr da so treibt. Nun guck nicht so. Ich bin ein Haus. Ich muss damit rechnen, dass so etwas in mir vorgeht. Ja, das sagt mein Haus auch immer. Darüber reden wir noch. Geil. Husten ist weg und so, ne? Aber jetzt sorge ich mich erst einmal um meine Prüfung. Ja, ja, das Zeichen. Ich habe es mitgehört. Warte einen Moment. Das wird gleich sehr anstrengend für mich. Ach. Eine Statuette des Safaun. Oh, Verzeihung. Danke sehr. Kann ich noch etwas für dich tun? Erzähl mir von dir. Oh ja, genau. Ich will das spannende Leben eines Haus hören. Ich habe leider nicht viel von der Welt gesehen, denn meine Hölzer kommen alle aus der hiesigen Gegend. Der lichte Wald überwiegt in mir. Ansonsten sind da noch ein paar Ahnungen vom dumpfen Sumpfgewässer. Aber die ignoriere ich lieber. Da ich durch dich erst so recht eigentlich mit Leben und Geist übergossen wurde, bin ich dein treuer Diener. Toll. Sollte sich mir aber ein Fremder in Zeiten deiner Anwesenheit nähern, werde ich mich von einer weniger freundlichen Seite zeigen. Ah, okay. Das Haus frisst meine Besucher oder so. Gibt es noch mehr von deiner Sorte? Natürlich. Jede Hexe steht mit ihrem Haus in Verbindung. Nun, da du das Geheimnis kennst, wirst du schnell das Zeichen erkennen. Ja, ich rede auch manchmal mit meiner Wand. Vielleicht triffst du auch andernorts hexisch begabtes Holz. Halte immer Ausschau nach deinen Freunden der Natur. Danke nichts. Ja, kann ich den wieder ansprechen? Oh, also. Kann ich noch etwas für dich... Nein. Wie soll ich das erkennen? Warum war das überhaupt vorher nicht da? Voll unrealistisch hier, ne? Die Statuette unseres Gebieters. Wie habe ich die wieder gesprochen? Keine Ahnung. Scheiße. Du hast die Prüfung erfolgreich gemeistert, Waldrada. Ich muss gestehen, meine Zweifel waren alb anscheinend auch unbegründet. Zweifel? Geschafft ist geschafft. Alles andere ist doch Schnee von gestern. Ah, deine Eule spürt die Veränderung. Sie ist wohl doch nicht ganz ohne Begabung. Ja, frisst mir das Essen weg, das fette Vieh. Jede Hexe hat die Macht über eine über ein Helfertier. Deines ist die Eule. Toll. Kann ich nicht was Nützliches haben? Macht über den da? Ich hatte bislang eher das Gefühl, der träge Vogel lenke mich. Er wird dein Helfer sein und er wird mit deinen Fähigkeiten wachsen. Toll. Du kannst ihn in jedem Kampf herbeirufen.
aber setze die Gabe mit Bedacht ein. Sie erfordert viel. Viel was? Deine Hilfe ist umso stärker, je erfahrener du bist. Aber das hat seinen Preis. 3,50 €. Du wirst ein Drittel deiner magischen Kraft aufwenden müssen, um ihn herbeizurufen. Toll. Das heißt doch hoffentlich nicht, ich müsse das träge Vieh überall mit mir herumschleppen. Doch. Du rufst dein Abbild herbei, solange der Vogel in deinem Hexenhaus geborgen bleibt, kannst du von jedem Ort deiner Wahl eine Verbindung zwischen euch herstellen. Eulenwissen. Deine Eulen besitzen unter anderem die Fähigkeit, Stärken und Schwächen eines Gegners zu ermitteln. Das gesammelte Wissen kannst du jederzeit abrufen. Oh, geil. Das habe ich schon in den Dingsbums, Reisen ins All geliebt. Kriege dazu in deinem Inventar einen schlauen Eulenkopf an. Den du ab sofort deinen eigenen darfst. Rechtschreibfehler, ey, scheiß Spiel, ey. Wie schwer der Kopf von so vielen neuen Lektionen. Erweise dich endlich als Hexe. Sammle die Weisheit, statt dich vor ihr zu fürchten. Ach, du gib der Kleinen einen Moment der Besinnung. Die spricht auch jedes Mal anders, oder? Aber trödel nicht so lange, Valdrada. Ein Fest wartet auf dich. Ein Fest? Etwa eine dieser sagenumwobene Feiern auf kargen Bergesgipfeln? Glaubst du, wir werden es nicht ordentlich krachen lassen, wenn Frischfleisch zu uns stößt? Safau selbst würde ich im Kreis begrüßen. Warte ab, er ist beeindruckend. Mit Kreide gemalt. Der Gebieter höchst selbst. Das ist, ja, egal. Sag, Walburga, stimmt es, dass er sich zuweilen eine Hexe wählt, um... wenn sie Glück hat. Genug geschwätzt. Sage uns, wenn du bereit zum Aufbruch bist, Valdrada. Nein. Na, hättest du nicht Appetit auf einen frechen Wicht? Verstehe, warum Jagen sich so schön bedienen lassen kann. Ich würde es in Ansbach. Moment, ich mach's auch nicht anders. So, jetzt muss ich aber nochmal hier so da raufschauen. Wo wollte ich hin? Ah ja, zu diesem Wichtel. Ich hole jetzt meinen kleinen Wichtel raus. Das sollte ich vielleicht nochmal umformulieren. War da noch irgendwas? Nein. Was ist dieses Blatt? Ah ja, richtig, das kommt ja immer wieder. Ja, das war dieser Kackwolf, der mich beißt, oder wie war das? Komm her, ich fang dich. Was hast du denn heute Feines gerissen? Aha, irgendetwas Grünes. Aber es scheint dir zu schmecken. Oder hatte ich den noch nicht gefangen? Keine Ahnung. Kriege ich den jetzt wieder alle so raus? Nein, Eulenwissen. Das schauen wir doch gleich mal an. Jawohl. Yeah, Grabschaufler. Ufermoder und Warg. Ich bin gut informiert. Oh Gott. 7. 35 Gegner. Na, ist das die Demo, ne? Kann ich den auch irgendwie hier so, ne? Nein. Egal, Kämpfe sind keine mehr da, das heißt, ich kann mein Eulenwissen gar nicht erst sammeln. Toll. Wir fassen zusammen, es ist toll. Was war da? Ach, da war Sumpf. Na, hier stinkt's. Weiß ich, kann man den Quest. Kann man den überhaupt schon rausholen in der Dingsbums-Demo oder. Ich nehme alles nochmal mit. Halt, nein. Moment, ich konnte euch hier doch. Ach, da oben sind die Bären, ja. Ich kenne das Spiel, ha, halbwegs noch so ein bisschen, ne? Nein, keine neuen Gegner. Eieiei. Jetzt habe ich gedacht, ey, ich benutze das gleich mal, ne? Und so sammle so voll krass korrekt Wissen und so, ne? Ganze Bibliotheken voll. Ja, jetzt muss der Pulitzerpreis wohl noch ein bisschen warten für mein Wissen. Nobelpreis, was auch immer. Ich rede mal wieder völlig zusammenhangloses Zeug. Was hättest du jemals was anderes gemacht? Ja, scheinbar tut sie ja trotzdem nichts Neues. Ich glaube, ich muss meine Nase mal putzen. Moment. Guter Moment, um nochmal zu speichern und mal Pause zu machen. So, nachdem wir eine Packung Taschentücher organisiert haben, kann's weitergehen. Yeah.
Ist da noch was? Mein Haus. Hat mein Haus noch was zu sagen? Sprich mit mir, du schönes Haus. Nö. Nicht gerade informativ. Bist du bereit zum Aufbruch? Auf geht's! Na endlich! Was trödeln wir denn noch hier rum? Kommt! Wo ist die Feier? Wer kommt alles? Müssen wir weit laufen? Ach, ich bin schon so gespannt. Ja, ich spann auch manchmal. Es gibt verborgene Orte, die nur der Schwesternschaft bekannt sind. Was wollen die geschwollenen Geheimnistorei? Tanker! Wir gehen zum Kipfel! Ich komme aus Transylvanien. Wir gehen zum Gipfel der Mitkuppe! Dieser scheußliche Regen hält immer noch an! Aber davon werden wir uns die Laune nicht vermiesen lassen! Trotzdem, beeilen wir uns lieber, durch den aufgeweichten Wald zu kommen! Ich bin auch wegen weich in der Birne, so wie ich aufrede. Wegen aufgeweicht in der Birne, wie ich. Ach, der Gipfel! Da vorne ist er ja endlich! Warte hier! Ah, ihr bereitet noch ein paar Kleinigkeiten vor. Lasst mich nicht zu lange schmoren. Du kommst, wenn wir dich rufen. Ja, vielleicht. Vielleicht nicht. Du kommst, wenn wir dich rufen. Ha, ich bin gleich eine vollwertige Hexe. Da hat sie mich nicht wie ein neugieriges Kind zu behandeln. Ob ich schon einmal um die Ecke luge? Tritt hervor, Waldrada, tritt in den Kreis. Boah, was für ein Kreis, beeindruckend. Nur vier Hexen? Ich hatte an eine etwas größere Feier gedacht. Sind wir dir nicht gut genug, Waldrada? Nein, nein. Ich dachte nur an die alten Geschichten. Dort sind die Kampfkünfte immer wahre Tumme. Nun siehst du mit eigenen Augen, wie uns der Orden des, du weißt schon wer, zusetzt. Pff, toll. Darum tut gerade in diesen Tagen Hexennachwuchs bitter Not. Und heute wirst du in unsere Mitte aufgenommen. Tritt ganz in den Kreisen, sei ohne Sorgen. Webt das Netz, Schwestern. Knüpft die neue Bande. Knüpft die neuen Bande, oder? Müsste so heißen. Ja, über sowas kann ich mich dann stundenlang aufhängen. Wie man rechnet. Schenkt zur Frauen eine weitere Gefährtin. Yeah, grüne Grafikeffekte. Die Gabe nehme ich, die Gabe reiche ich. Nimm, was die Schwesternschaft für dich erbracht. Ein paar Hülse? Guck nicht so verdattert, Liebes! Was meinst du wohl, wofür die Feuerstelle da ist? Toller Kreis. Gebieter der Hexenschaft, deine Dienerin flehen dich an. Heiße unsere Wahl willkommen. Großer Safaun, nimm dies da auf, in deinen Kreis. Wir bitten dich. Nicht red so komisch. Wie kann das Feuer überhaupt brennen, wenn es regnet? Er ist es! Es ist soweit, Waldrada. Besiegle den Bund. Was muss ich tun? Wirf alles von dir, was sie an das Alte kettet. Bloß und bar aller Lasten sollst du vor Safaun treten. Sieh mal ein, du sollst dein Gewand ins Feuer werfen. Der Rest ergibt sich dann schon von allein. Oh, toll. Das verspricht also doch noch ein richtiges Fest zu werden. Gleich zieht sie sich aus. Na, ist das denn? Ruhe da! Ach, zu spät. Wir sind entdeckt. Nein, den habe ich irgendwie anders gesprochen. Scheiße! Das ist Mantwok im Versteck! Der Orden! Hier und jetzt ist der falsche Ort, sich mit der Hexenschaft anzulegen! Ja, weil es so viele sind und so. Boah, er hat einen Hammer. Quark, vielen Dank, Herr. Spenden bei dem Malzgeblubber! Der Kerl ist ein Paladin! Heraus, Kerle! Gib den Hexen keine Gnade! Ade. Gleich haben wir es umstellt, Brunn. Safaun, steh uns bei. Es sind zu viele. Flieht, Schwestern, flieht und rennt in unseren Kreis. Und was machen diejenigen von uns, die nicht fliegen können? Laufen!
Hi, warte! Gaff nicht! Hinterher! Yeah. Wartet auf mich! Wo seid ihr denn hin? Schlaf nicht ein! Ergreift die Hexen! Nichts wie weg! Vielleicht gelingt es mir, mich im tiefen Wald zu verbergen. Oh yeah! Hol die mich ein? Das ist ein guter Moment, um zu speichern! Und mal nachzuschauen. Wir laufen einfach mal dann auf. Falsche Richtung! Ganz, ganz falsche Richtung! Die ist gut! Wer würde schon damit rechnen, dass man sich direkt vor ihrer Nase versteckt? Das ist doch brillant, Mensch. Was ist da drin? Nichts. Es plätschert immer wieder am selben Ding. Mann, tropft's da oft hin. Ja, das reimt sich, selbe Ding tropft oft hin. Das Banner des Ordens! Und weiter. Das nehmen wir gleich mit. Haben wir doch was geklaut, ey. Können wir kaufen beim Händler. Für 3,50. Ein starkes Heilmittel nehme ich sofort. Warum müssen wir eigentlich immer an den Kahn warten, wenn die anderen ihren Spaß haben? Sei froh, dass du wenigstens nicht die ganze Zeit das Banner halten musst. Das wird mich auch stören. Verflixt, diese Seite ist zersperrt. Ja, das ist... Wir werden sie finden. Jeden einzelnen dieser Dämonen metzen. Metzen? Das Wort habe ich jetzt auch noch nie gehört. Schwärmt aus, durchkämmt den Wald, schüttelt die Bäume, durchforste die Sträucher. Los, los! Wie auf einer Treibjagd. Nein, der Hund fehlt noch. Uah. Egal. Ich sehe einen Schleim und ich sehe Blut und ich wüsste gern, wo ich hin muss. Und da liegt Geld. Wenn der Regen es nicht noch waschen konnte, muss es frisch sein. Sehr frisch. Es hat sich bewegt. Wenn hier etwas in Bewegung ist, dann hol dir meine Nerven. Irgendwie weiß ich jetzt schon, dass ich da reingehen muss, aber... Wir kippen.